Warum muss diese Videoverarbeitung so scheiße lange dauern? Ich will Lufia spielen! Okay, das wird zwar ein bisschen mich bremsen, wenn ich wieder neu aufnehmen will, weil ich total voller Tatendrang bin, aber hey, das macht mir nichts aus im Glanze von Lufia. Also, ganz klar. Um Himmels Willen, was geht hier vor, N? Du musst doch etwas darüber wissen. Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Geräten schützen kann. Ich habe den Opa eine neue Stimme gegeben, irgendwie. Fällt mir auf. Egal. Wir machen uns auf zur Echsenhöhle. Dort werden wir den... Oh, wir wissen ja gar nicht, dass es eine Echse ist, aber wir haben schon zu viel Vorwissen. Ich denke mal, trainieren ist nicht nötig. Die Monster in der Höhle sind so wie auf der World Map. Also, let's go! Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits zu spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht aufhalten sollte. Weil sie sich sonst nicht entledigt hätte oder so? Nein. Nehme ich nicht an. Das war Iris, nicht Erim. Iris. Ups, ich hab euch zu viel verraten. Ach, ich nehme mal an, die meisten haben schon meine ersten Lufia-Parts gesehen. Oh, Echsenmensch. Oh, ich meine nicht Echsenmensch, Echse. Genau deswegen ist es naheliegend, dass hier nachher eine Mutation aus Mensch und Echse kommt. Woho. Lebensnektar. Ach, ich habe so ein Glück, ey. So ein Glück, Lufia zu spielen. So ein Glück, einen seltenen Gegenstand in Lufia zu finden. Und so ein Glück, dieses Rätsel hier zu lösen. Ups, habe ich ja noch gar nicht. Stimmt, hier muss man, glaube ich, mehrere Schalter aktivieren. Oder ich muss alle Monster töten, das könnte auch sein. Ich habe ein schlechtes Ultra-Langzeitgedächtnis. Es gibt kein Ultra-Langzeitgedächtnis. Das ist eine tolle Erfindung. Aber umgekehrt geht es wohl sehr wohl. Jedenfalls, ich probiere mal den Gegner hier zu töten. Ich bin ja sowieso sehr kampflustig. Also, meiner Meinung nach müssen Kämpfe in Spielen zahlreich vertreten sein. Ganz klar. Nein, nicht wirklich. Nein, nein, nein. Und schon wieder ein Lebensnektar. Das gibt es nicht. Ich habe so ein Glück. Oder so. Es waren ja diesmal zwei. Das hat die Chance erhöht. Naja, nimmt nicht alles ernst, was ich hier sage. Ich nehme das ein bisschen mit Humor hier bei Lufia. Aber hey, das war echt so genial. Habe ich jemals mir gewünscht, dass das Spiel irgendwann mal sich dem Ende neigt? Falls ja, dann hätte ich mich dafür selbst schlagen müssen. Oh, ich schlag mich jetzt selbst dafür. Das geht nicht, das geht nicht. Nein, nein. Okay. Also, das sind jetzt etwas schwierigere Gegner. Die haben diese Katjes Brombeer-Joghurt-Gums auf dem Kopf. Ich habe eine blühende Fantasie, nicht wahr? Und nein, sie heißen wirklich Waldpilms, sind aber aus Rinder unten, wie man sieht. Falls denen das schon mal aufgefallen ist. Oder es sieht nur so aus wie Rinder. Ich weiß es nicht. Es ist der schleimige Pilz, Pilzfuß? Keine Ahnung. Wie nennt man das Unterteil von einem Pilz? Das ist eine gute Frage. Erstmal muss ich mich heilen mit dem Kraftwasser. Es erhöht nicht die Kraft temporär, nein, es heilt einem. Siehe Lufia Part 3. Also nicht von Again. Oh ja, hier muss man die Krüge aufstellen. Das war eine sehr lustige Angelegenheit. Vielleicht finde ich ja hier Räume, die ich beim ersten Durchspielen nicht entdeckt habe. Wäre da vielleicht die Möglichkeit... Oh, hier geht's runter. Ich habe jetzt die Schmetterlinge ein bisschen betäubt, weil die Schmetterlinge, die sind vielleicht noch ein bisschen zu stark. Ich müsste erstmal Level 5 erreichen. Das macht doch so einen Unterschied. Nein, ich habe keine Lust auf die Schmetterlinge, ich bin ehrlich. Höhle nach Tarika, U1. So, nach Tarika. Also, ja. Ich würde niemals einen Pfad in irgendeine Stadt durch eine Höhle machen. Lieber würde ich um den Berg herum einen Pfad machen. Oh, da. Dafür braucht man Enterhaken, oder? Krass. Ich kann mich erinnern, nämlich, ich bin hier nie nochmal lang gegangen. Ich müsste mal im alten Spielstand nachgucken, was man dort finden kann, wenn man dort den Enterhaken einsetzt. Ach du Scheiße, das ist so lange her, daran denkt keine Sau. Also Leute, merkt euch, ihr solltet irgendwann mal, wenn ihr noch meint, Lufia erkunden zu müssen, in der Höhle nach Tarika gehen. Dort gibt es vielleicht ein richtig fettes Secret, wenn man den Enterhaken im ersten Dungeon einsetzt. Oder auch nicht, oder auch doch. Vielleicht gibt es auch einfach nur ein Drachenei, kann ja auch sein. Ich habe ja nie alle sammeln können, doch diesen Part wird so sein. Ich werde alle Dracheneier sammeln. Ich werde 100%, ich werde alle meine Kapselmons auf die höchste Stufe bringen. Das bin ich den Hardcore-Fans schuldig, denen einfach zu wenig passiert ist. Ebenfalls werde ich im Glücksspiel die höchsten Preise gewinnen. Also wisst schon, man kann beim Glücksspiel noch so hohe Preise gewinnen. Also wo man ewig für einem Slot-Maschinenrad drehen muss. Yippie. Oh, welchen Gegner wähle ich? Oh,
Ich würde ja am liebsten keinen wählen, aber irgendwie führt kein Weg vorbei an Gegnern. Oder eins. Oder, ich muss ja eigentlich, wie schiebe ich das denn jetzt am besten? Gott, ist das schwer, das Rätsel. Das Rätsel ist zu schwer für mich. Na, aber ein Witz. Motte. Eine Motte stirbt, ja doch, eine Motte stirbt bei mir zumindest nach einem Schlag. Ach ja, ich muss wirklich zwei Gegner wahrscheinlich besiegen. Oh mein Gott, wie habe ich das beim ersten Mal gemacht? Das ist doch erstmal eine gute Frage. Ich werde mir nochmal all meine ersten Parts angucken, weil sie ja so geil sind. Ich meine, ich bin nicht so narzisstisch eigentlich, aber ja doch. Ich bewundere eher das Spiel, nicht meine Erzählkunst. Natürlich schaue ich mir gänzlich andere Parts von jedem anderen Let's Player an. Das bin ich, ja, nicht den Let's Playern, sondern Lufia schuldig. Dafür, dass es mir umsonst so einen Spaß bereitet hat. Man muss ja bedenken, damals haben die Leute viel Geld für Lufia gezahlt und ich saug's mir mal eben beim Emulator. Ich glaube, ich mache sogar ein drittes Let's Play again von Lufia. Das könnte... ich glaube, ich hätte Bock drauf. Komm, da müsste zugeben. Das ist doch echt ein geiler Einfall von mir. Vampir... Nein, keine Vampir-Flair-Maus. Die kommen ja später. Yippie! Oh, sie hauen ab. Tatsache. Ich finde so geil, was für eine KI. Also jeder Gegner hat einen individuellen Kampfstil. Die Fledermäuse, sie verschwinden, wenn man sie zu sehr schwächt oder wenn man einfach nur gefährlich aussieht. Och, da kann man runterspringen. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ach, meine eigene Dummheit hat dies möglich gemacht. Aber wenn man flüchtet, dann kommt die Echse. Wenn ich jetzt flüchte, kommt der Pilz, oder? Nein, kommt er nicht. Das betäubt irgendwie. Ja, man hat selbst an Abkürzung gedacht. Ey, stellt euch das mal vor. Ich meine, ich hätte jetzt nicht daran gerade gedacht. Das finde ich echt ein Komfort. Also, den sieht man heutzutage bei Spielen nicht mehr so oft. Tatsache. Kreuzspinne. Warum heißt dieses Ding Kreuzspinne? Hat es eben ein Kreuz drauf oder... Wenn ich Kreuzspinne höre, dann denke ich an einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Ja, fragt euch nicht warum, aber... So. Oh Gott, ich bin ja schon wieder ich kann auch meine... Oh, ich wollte nicht flüchten, ich habe mich verklickt. Scheiße, ich bin so blöd, so blöd. Ich bin im Spiel nicht würdig. Ich wollte eine Zornattacke einsetzen mit dem Obstmesser. Na, ich glaube, eine Zornattacke kann bisher nur die Bratpfanne. Naja. So, 48 Erfahrungen. Das reicht, um ein neues Level zu steigen. Wie toll. Och, hier können wir uns heilen, speichern. Wo speichere ich denn? Ich speichere diesen Spielstand ab. Hey, komm schon. Wir haben das schon geschafft. Ich mach's einfach nochmal. Genial. Ich meine, ich mag's. Ich mag's einfach nochmal von neu anzufangen. Ich hätte jetzt nicht dran gedacht. Natürlich vergesse ich dabei nicht, dass ich ein Geheimnis mit dem Enterhaken nicht mehr... Ups. Ich bin ja so blöd. Na, ich habe mir auch irgendwo ein Safe-State eingerichtet in Daos Tempel. Ach, scheiß drauf. Ich spiele Lufia nochmal durch. Dann werde ich das ausprobieren mit den Enterhaken. Ich werde den Schlüssel niemals geben. Und dort kommt unser erster Endgegner, der ziemlich furchterregend aussieht. Oh. Ich meine, er hat eine Keule, ein Schild. Und ja, da muss man erstmal um die Ecke denken. Wie tut man die Verteidigung des Echsenmenschen umgehen, da er doch ein Schild hat und sich damit besser schützen kann? Ach, sowas ist im Rollenspiel unrelevant. Ich geb's ja zu. Woohoo! Und die Musik. Och, ich hab sie vermisst. Ich sag's echt oft gerne, dieses Woohoo! Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das mache ich, wenn ich im erregten Zustand bin. Ja, ich glaube, ich glaube gerade unten läuft was bei mir. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Machen wir weiter mit Lufia. So, ich frage mich, wann wir diesen Gegner denn schlagen. Er kann eigentlich nur angreifen. Ich finde das echt benutzerfreundlich gemacht. Aber das Kraftwasser heilt einem nicht ganz, soweit ich sehe. Genau, man muss also schon irgendwie gucken, wie man sein Kraftwasser einteilt. Da muss man schon ein bisschen nachgucken. Also, das ist wie bei Just-in-Time-Lieferungen im Lager. So, ich habe ihn besiegt. Schon? Nicht schlecht, würde ich sagen. Ich habe mich verbessert seit dem letzten Mal. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir den Schlüssel und wie konnte der Echsenmann den Schlüssel stehlen? So schlau ist er doch gar nicht. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte gar keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich, sowas ist noch nie zuvor passiert. Immerhin, das ist die einzige Logik in diesem Spiel, die beantwortet wird. Die einzige Logikfrage. Am Anfang haben sich die Entwickler wohl noch gedacht, ey, warum ist da ein Echsenmensch, der hier rumsteht und einen Schlüssel hat? Willst du den Wundgrissen? Yep. Wer bist du?
Und woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen. Und warum bist du und warum du hier bist? Wer bist du? Ja. Wer diese grüne Frau ist, erfahren wir im nächsten Part. Ist ja wirklich keine große Überraschung mehr, aber wer weiß, vielleicht hat jemand noch nicht Lufia gesehen. So, also bis zum nächsten Mal bei Lufia 2. Oh Gott, klingt das scheiße. Klingt das scheiße.